Gabby Katzenfreunde, macht euch bereit auf eine weitere katztastische Folge der Serie, in der ich Mini-Versionen aus Sachen von Gabbys Dollhaus mache. Gabby und die Gabby Katzen erleben so viele miautastische Abenteuer in den Zimmern ihres Puppenhauses. Heute bereiten sich Gabby, Pandi und Kalita auf eine Eiscreme-Streusel-Party vor. Lasst uns diese Party beginnen. Kalita, der Eiswagen ist hier, um Naschereien zu servieren. Sie ist ein weißer, rechteckiger Wagen. Mit einer rosa-weiß gestreiften Markise. Sie hat rosa, kätzchenförmige Fenster. Durch dieses Fenster wird das Eis ausgegeben. Drin gibt es allerlei leckere Garnierungen. Auf der anderen Seite des Wagens gibt es eine süße Kätzchen-Eiscreme-Waffel. Oben auf dem Wagen ist ein kätzchenförmiger Lautsprecher, damit Kalita ihr Eislied spielen kann. Es fehlt eine super wichtige Sache. Was? Das Eis! Gabby, Pandi und Kalita sind auf dem Weg in die Küche, wo Kuri ihnen hilft, mit seinem Eissorten-Mixpult leckere Eiscremesorten zu mischen. Ein Mixerpult? Aha, ein Teil ist Eismischer und der andere ist Katapult. Hui! Nun, mit einem Eissorten-Mixpult können Gabby und die Gabby-Katzen jede beliebige Eissorte mischen, die ihnen einfällt. Ich bastle jetzt ein Mixpult für mein Puppenhaus. Der macht zwar kein Eis, aber er ist echt süß. Die verschiedenen Zutaten kommen in diese Schläuche. Und jetzt wird alles verrührt. Und die vermischten Eissorten werden herausgeschleudert. Bananenbeere. Kekskrümel. Schokomelo Traum. Bananenbeere. Kekskrümel. Schokomelo Traum. Bananenbeere. Kekskrümel. Psst. Was kommt jetzt? Schokomelo Traum. Wuhu! Jetzt haben wir genug Eis zusammen. Genug Eis beisammen? Oh, nein, 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 nein. Guckt euch doch mal diese ganzen unmiaulichen Zutaten an. Oh oh, jetzt wird alles zusammengemixt. Sardine, Donut und saure Gurkeneis? Das kann nichts werden. Probiert es mal. Leute, das schmeckt wirklich fantastisch. Wie wollen wir es nennen? Wie wär's mit Radkatz Total? Hm? Ja, Radkatz Total. Das klingt wirklich toll. Das schmeckt auch wirklich gut. Da wir nun unsere Eissorten haben, ist es an der Zeit, eine Karte für Kalita, den Eiswagen, zu machen. Finde, sie sollte hierhin. Jetzt kann jeder seine Lieblingssorte bestellen. Es wäre keine Party ohne ein paar Partyhüte. Wie sehe ich aus? Zum Anbeißen. Miam! Babybox bringt allen bei, wie man Eiswaffelhüte aus Papierkreisen, Pfeifenputzern und Puscheln macht. Zuerst machen wir die Eiswaffel aus dem großen Papierkreis. Schneidet eine Linie vom Rand bis zur Mitte. Rollt jetzt das Papier zu einer Waffel. Und mit dem Klebeband macht ihr es fest. Jetzt machen
machen wir eine Krone aus den Pfeifenreinigern, damit die Eiswaffel auf dem Kopf bleibt. Dreht zwei Pfeifenreiniger zusammen und formt daraus einen Kreis. Verdreht die Enden ineinander und biegt es so nach oben. Und wofür ist das hier? Da kommt die Eiswaffel hin. Noch etwas Klebstoff und steckt es in eure Pompons. Jetzt könnt ihr euren Eishut aufsetzen. Da sie nun Eiscreme und Partyhüte haben, sind die Gabby-Katzen bereit für eine Streuselparty. Ja, ich! Eine Eis mit Streuselparty! Oh, es war einfach katztastisch, heute diese streuseltastische Eiscreme-Party zu basteln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Kommt bald wieder und schaut, was ich sonst noch mache. Für weiteren Bastelspaß und Kreuzfahrtschiff-Abenteuer schaut auf jeden Fall Gabby's Dollhouse auf Netflix.